So, in dem Sinne starten wir großes neues Projekt, Wasteland 3. Wundervoll. Jetzt nicht wie in der Beta Englisch, sondern Deutsch. Ja, Release ist in der Gamescom-Woche und ich freue mich, nachdem ich es auf der Gamescom letzten Jahres eigentlich am Stand nochmal gespielt habe, ist sehr schön, war die Beta haben wir gespielt, gab es ja auch einige Videos, was in der Beta drin war und jetzt endlich Wasteland 3 Release. Wir starten direkt einfach ein neues Spiel. Ich habe die Tutorials zwar an, aber würde sagen, ich bin relativ fit. Und wir werden auf Ranger spielen. Wo Eigenbeschuss an ist. Aber nicht auf Mistkerl schlechthin. Für die härtesten der Harten. Nein. Das muss nicht sein. Das wird schon schwierig genug sein, Ranger. Wobei ich mich so ein bisschen wundere. Normalerweise hätte ich den nackten Mann als letztes gesetzt. Weil hier hast du einfach nichts. Und bist der Kälte ausgesetzt. Das Ranger-Hauptquartier hat einen Ranger-Konvoi nach Colorado entsandt, um eine Lebenslinie an wichtigen Vorratslieferungen nach Arizona. Jedes Monster war zuerst ein Mann. Moment! It's been a rough few years for the Desert Rangers. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then, the Cochise AI woke up. And they found themselves in a fight to the death with its robot army. In the end, they had to nuke their own base to kill the damn thing for good. Been hard going ever since. Then, the Rangers heard from a fella calling himself the Patriarch. Said he owned Colorado, but his kids were trying to steal it from him. And if the Rangers were to come and put him in their place, he'd give Arizona all the food and supplies it needed to rebuild and survive. Whoa, whoa! Sorry, Major. No way we're getting through that. 10-4, Cody. Advance team reported an alternate route across a frozen lake. Find it. Copy that. Well, reluctant as the Rangers are to interfere in family squabbles, they weren't really in a position to say no. Our route's around that dam on the far shore. Scouts, check out the ice and lead us across. Yes, ma'am. So the brass sent Ranger Team November across the Rockies. Because the aid he was promising the Rangers wasn't just their best hope. It was their last. Okay, Major. All good. Come ahead. It's been a rough road lately. But that's the thing about the Rangers. It doesn't matter how hard it gets or how many of them fall. They keep on fighting. The Rangers never stop fighting. Natürlich nur zur Tea Time. Da sind wir dann mal nicht am Fighten. Also wir haben eine Vorselektion, wir können aber auch benutzerdefinierte Charaktere erstellen. Ich denke aber, ich werde wirklich... oder? Punk-Pärchen, Nervenkitzel, Kämpfe und heiße Action sind für diese Hardcore-Punk-Rock-Fans, die sich aus dem Kult, in dem sie aufgewachsen sind, befreit haben, das Wichtigste im Leben.
Wim ist seit dem Tod seiner Frau eine fast wortlose Tötungsmaschine. Seine Tochter Li Xing übernimmt das Reden und einige der Tötungen. Mentor und Schüler, Söldner, die unter guten und schlechten Kommandeuren gedient haben, hoffen, dass sie diesmal für Leute kämpfen, die sie nicht dazu bringen, schreckliche Dinge zu tun. Pechbegeisterter, Wissenschaftsfreak, die sich verliebt haben, sind sozial unbeholfen bei Außenstehenden, aber plaudern miteinander und lachen über Witze, die nur sie verstehen. Chris und Chris, ich habe schon 50% der Witze im Kopf. Boah, komm, wir spielen. Obwohl. Gehen wir mal in den Benutzerdefinierte. Ist eine Sache, die wieder ewig dauern kann. Ja, guck mal. Klingonen haben sie auch drin. Warum seht ihr alle so unglücklich aus? Okay, wir machen Alter Ego. Ach, Emo. Nur die Haare heller machen, sonst sehen wir ja gar nichts. Die Frisur vom Kinn von Tell Me Why. Nach wenn schon eine Apokalypse lege, dann auch mit langen Haaren. Nee, wir brauchen keinen Hut. Auf jeden Fall irgendwas Cooles mit Stoffkragen. Ranger-Agentenjacke. Rüstungsfarbe. Ich würde sagen, ich bin sehr groß. Ich war noch nicht in dem Ding hier drin. Was ist das denn für eine Einstellung? Kompakt? Wenn du es unbedingt als Zwerg spielen willst. Sehr geil. Porträt. Gibt es hier irgendeinen Kerl, der ein bisschen längere Haare hat? Die sehen alle meinem Typen nicht ähnlich.
er vielleicht noch am ehesten. Da hatte ich noch kürzere Haare und Narben im Gesicht. Drama, Drama. Ah, das war die Geschichte. Moment, Identifizierung. Pascal. We're in. Come and get it. Here comes the. Uh-oh, they have us at a disadvantage. Ne, da bin ich am Arsch. New targets incoming. Eiskalt. Mein Hintergrund ist. Niemand glaubt es dir, aber du weißt, was du gesehen hast. Eine riesige blutrote Ziege mit durchgeknallten goldenen Augen, die in der Nacht glänzten. Die in der Nacht glänzten, wie sie über der Leiche deiner Mutter stand. Ziegen sind nicht normal, hör sie dir nur mal an. Du wirst jede Ziege umbringen, die du siehst, um die Monsterziege anzulocken. Und dieses Mal wirst du bereit sein. Mäh, mäh, Motherfucker. Ah, sehr schön. Bonusschaden gegen Menschen, Kampfgeschwindigkeit, Stasis-Effekt, der Boss, harter Hund. Dir wurde mal gesagt, dass du zu wenig Rücksicht auf die Gefühle von anderen nimmst. Leider ist deine Rücksicht vor 100 Jahren im atomaren Feuer gestorben. Mit Händchen halten und Kumbaya singen kommt man nicht weit. Wenn die Leute überleben wollen, sollen sie die Schnauze halten und Befehle befolgen. Ach, ich weiß, das mit der Ziege ist auch gut. Die Leute reden viel über Graustufen, aber wer mutig ist, sieht nur schwarz und weiß. Du weißt, was richtig und falsch ist. Und du willst dieses Wissen verbreiten. Du wirst der Welt etwas Gutes zurückgeben, auch wenn es dich umbringt. Aber vor dir werden zumindest noch eine Menge Drecksäcke unter die Erde kommen. Man hätte da auch schreiben können, Vigikultur anstatt Paladin. Wir machen uns mal zu der Boss. Sabrina. You started. We can handle this. Come and. You started it. Well. Uh-oh. They have us at a disadvantage. They see us. You want a bra? Damn! Shit just got real. Are you crazy? Here they come. Get ready. We're in it now. Are you crazy? Damn! Shit just got real. Oh, are we going? If you want a bra? I'll knock yourself out. Ich mach Joker weiblich als Stimme. Die finde ich ansprechend. Seien wir ehrlich, du bist bei den Rangers, weil du auf Bomben stehst. Wenn ein anderes Team schwere Geschütze hätte, wärst du bei denen. Aber die Ranger geben dir Sprengstoff und Ziele zum Hochjagen. Also hast du nichts zu meckern. Außerdem brüllen sie viel, was gut ist. Denn du hörst nichts mehr so gut. Ah, geil! Dann wird sie die Ziegenmörderin. Auf der Suche nach der Mörderziege. So, meine Startwaffe. Scharfschützengewehr, weil ich bin der Boss. Wir wechseln mal immer. Aussehen, muss ich sagen, ist mir gar nicht so wichtig. Mein Gott. Warum kommen bei zufällig nur so komische Kreaturen raus? Was soll das darstellen? Das ist der weibliche Charakter. Was ist das für ein Planet? Alter, das ist so eine richtige
80er-Friese, ey. Mit der fetten Assi-Palme obendrauf. Das Spiel ist leider so dunkel, dass ich die Haare heller machen muss mal eben. Als Ziegenmörder hast du nicht so viel Zeit für Haare. Du ziehst die Spezialisten-Klamotten an. Nee, bleib mal auf schwarz, das war eigentlich ganz nett. Und da beweise ich wieder mal, wenn Frauen zu groß sind, sind sie unästhetisch. Was ist das? Das ist einfach tot durch Snoo-Snoo. Tut mir leid, alle Frauen der Welt, die größer sind, aber es ist halt nicht mein Fall. Und das ist auch nicht mein Fall. Man will ja nicht mehr in der Puppe rumliegen. Na, nimm die Pumpgun als Startwaffe. Weil du deine... Warum ist Aussehen bei dir eigentlich nicht abgehakt? Ach so, wegen dem Porträt. Wo bist du denn, Sabrina? Ja, mit ein bisschen Farbe im Gesicht könnte das stimmen. So, kümmern wir uns um die Attribute. Koordination ist dein körperlicher Zustand, deine Selbstkontrolle und deine Gesundheit. Kümmere dich um deinen Körper und er wird sich um dich kümmern. Erhöht die Anzahl der Aktionspunkte. Also relativ wichtig. Achtsamkeit ist dein Moment. Glück ist generell Panzerdurchschlag. Chance auf kritische Treffer etc. Achtsamkeit ist deine Fähigkeit, deine Umgebung wahrzunehmen. Ein guter Ranger weiß, dass es oft deine Augen und Ohren sind, die dich am Leben erhalten. Da du ein Sniper bist, ist das egal. Stärke ist deine rohe körperliche Kraft und die Fähigkeit, Schaden zu widerstehen. Sie lässt dich härter schlagen, weiter werfen und dient auch als Voraussetzung für die größten und stärksten schweren Waffen und Rüstungen im Spiel. Jeder weiß, ich muss charismatisch sein. Sportlich schlank, Mann. Dank der Pumpgun. Daran habe ich gar nicht gedacht in dem Moment, aber danke, Chat, für die Information. Und ich mache mal ein bisschen Koordination, ein bisschen achtsamer. Irgendjemand muss ja die Fallen entdecken. Und Geschwindigkeit. Und zack, Ohrwurm. Bitteschön. 20 Minuten und noch nicht die Charaktere erstellt. Genauso muss es sein. So, ich habe mich ja mit dem Scharfschützengewehr losgeschickt. Also werden wir auch Fertigkeiten Scharfschützengewehr reinmachen. Ziel markieren. Ermöglicht dir, freundlich gesinnte Tiere zu zähmen, damit sie dir folgen und feindliche Tiere vorübergehend im Kampf zu zähmen. Level 3 und darüber. Und ihr kennt mich ja. Schlösser knacken. Man kriegt ja eh noch mit der Zeit ein paar andere Punkte. Und harter Hund machen wir auch direkt noch ein Level drauf.
Sabrina, du mit deiner Pumpgun, die macht dich schlank, Mann. Verdammt, was gilt denn als Pumpgun? Ah, hier, Handfeuerwaffen. Pumpgun, Handfeuerwaffe. Du bist ein Joker, du machst hinterhältigen Scheiß noch. Ah ja, Toaster-Reparatur sollten wir auch einem direkt mitgeben. Ziegenmörder. Was ist deine Macke? Einige Ranger haben mehr Macken als andere. Macken sind völlig optional. Durch die Auswahl einer Macke erhält dein Ranger einen starken Bonus, eine Einschränkung, wodurch sich sein Spielstil erheblich ändert. Die Charaktererstellung ist die einzige Möglichkeit, um eine Macke zuzuweisen. Und sobald du dies getan hast, bleibt sie bestehen. Wähle weise. Kann keinerlei Panzerung tragen. Todeswunsch. Du bist hier, weil deine Familie den Medien nicht vertraut hat. Sie waren vorbereitet und du wirst sie nicht im Stich lassen. Du hast deinen Überlebensrucksack gepackt und liest keines dieser Lügenbücher. Kann keine Fertigkeitsbücher lesen. Medizinisches Wunder kann aber nicht wiederbelebt werden im Kampf. Streber sein. Wir müssen keine Macke nehmen. Wir machen sie zum Massenmörder. Er hat jedes Mal plus 3 AP, wenn du jemanden im Kampf tötest. Das passt gut zum Ziegenmörder. Sie hat einfach Blutdurst. Berserkerwut, Ödland-Vagabund. Du bist so viel auf dieser verlorenen Welt umhergewandert, dass das Glühen Teil von dir wurde. Es brennt nicht einmal mehr. Aber du bist jetzt anders, auf Arten, die du nicht erkennen kannst. Ich glaube, ich gebe mir selbst keine Macke. Tut mir leid, ich bin einfach perfekt.